Dann machen wir uns mal hier hin auf. Ich glaube, das ist zumindest die grobe Richtung, wo wir hin müssen. Zugbrückenscheinwerfer, die sind nämlich da hinten, das ist unser erstes Ziel. Sind wir denn schon in unserer ersten Rune etwas näher gekommen? Etwas. 54 Meter ist gar nicht so schlecht. So, kleinen Moment mal. So, entschuldige den kleinen Schnitt. Es hatte nämlich geklingelt, aber vermutlich habt ihr davon noch eh gerade nichts mitbekommen. Aber für die, die sich wundern, warum hier ständig geschnitten wird, so ist das halt. Hin und wieder muss ich die Aufnahme unterbrechen für Kleinigkeiten. Ich will die Kerzen gar nicht auspusten. Aber ich liebe Brot, deswegen esse ich's. Es geht doch nichts über frisches Brot. Frisches Brot wird häufig, wie ich finde, als Delikatesse verschmäht. Und unterschätzt vor allem. Verschmäht nicht, aber unterschätzt. Es geht nichts über frisches Brot. Über frisches, warmes Brot mit fantastischen Röstaromen. So, war das gerade tyvianisches Erz? Bin mir nicht sicher. Ging ganz so schnell. Da habe ich es auf einmal schon in den Grabbelfingern gehabt. Guckt mal, da oben, wenn wir durchs Fenster schauen, da können wir sehen, dort ist ein Haus und befindet sich in dem Haus eine Rune. Jetzt wirklich die große Frage, und das Spannende, bei Dishonored gibt es immer 1 Milliarde Möglichkeiten, ein Ziel zu erreichen. Und das finde ich halt so geil an dem Spiel. Guck mal, hier ist eine Sicherung. Guck mal, hier ist auch die Straße. Da hinten ist wieder die Brücke. Und wie war das jetzt? Zeig nochmal. Die Rune ist in diesem Gebäude, da müssten wir da rein. Okay. Hier liegen noch Dinge. Was ist das? Eine Notiz? Nee, gar nicht mal unbedingt. Eine Blaupause. Gefaltetes Galvaniharz. Ah. Nee, die wollte ich gar nicht aufnehmen. Lauter Notizen. Was ist das für ein Schlüssel? Lagerhausschlüssel. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Für, ne? Weiß man ja nie. Ach, guck mal da oben. Ich verzieh mich überhaupt nicht. Komm ich hier dran? An die Kette eigentlich? So aus dem Stand? Naja. Über ein paar Umwege auf jeden Fall. Wir halten jetzt mal hier... Ach so. Aha. Das können wir also auch bewegen. Sehr interessant. Hier oben ist hier noch was. Ja, nicht so. Da sind die Sicherungen, beziehungsweise die Energiequellen. Die können wir da einsetzen. Aber vorher möchte ich wissen, ob ich hier noch irgendwas reißen kann. Eigentlich nicht, so wie es ausschaut. Warum würde ich denn hier dran klettern wollen? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist mir aber auch egal. Ich möchte eigentlich nur eine von diesen Walölkannen hier nehmen, oder was das ist. Und hier einsetzen. Und diesen Schalter benutzen, dann fährt das Ding hoffentlich los. Das tut es in der Tat und wir werden hier nicht gesehen und finden eine elegante Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Wir hätten natürlich sonst auch von hier unten hier durchgehen können, aber das ist natürlich sehr viel eleganter. Da unten steht eine Wache. Guckt mal da drin. Wäre gut, wenn wir die ausschalten. Wäre gut, wenn die Texturen hier nachladen. Cool, das tun die auch. Aufs Wort. Sehr schön, sehr schön. Ich hab... Boah, hier sind aber viele Wachen. Guckt mal einer an hier. Wenn wir wollten, könnten wir dem jetzt einen Pfeil in den Kopf reinjagen. Also einen, Betäubungspfeil. Aber da bin ich jetzt auch vorsichtiger geworden mit. Auf jeden Fall möchte ich... Hört er das schon? Ich höre es doch schon. Und ich sehe es auch schon. Jetzt natürlich die große Frage, sind wir alleine oder... Ist hier eine Wache oder ein Weiner oder so, aber es sieht so aus, als wären wir tatsächlich alleine. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Unverschämt. Unverschämt. Wer blockiert denn hier einfach so eine Tür? Natürlich kommen wir auch hier nicht durch. Tja, da müssen wir uns tatsächlich einen anderen Weg finden. Oder einen Schlüssel. Aber wo finden wir denn hier einen Schlüssel? Ich hätte noch eine Idee, was wir machen können, aber dazu müssten wir erstmal, ja, krass. Da kommen wir tatsächlich gar nicht hin. Das ist ja doof.
Wie soll man denn da hinkommen? Nein, 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 nein. Wie kommen wir hier rein? Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Der hier ist tatsächlich blockiert. Puh, das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Ich hätte aber eine Idee. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir haben zum einen neue Kräfte gesammelt. Neue Kräfte gesammelt. Wir haben 5 Runen und wir können uns neue Sachen kaufen. Wie zum Beispiel, wir können die Nachtsicht verbessern, kostet 2 Runen. Wir können aber auch das hier kaufen, den Windstoß. Und damit können wir Gegner nach hinten schleudern. Das ist nicht tödlich. Und wenn wir das noch verstärken, können wir sogar so stark die Gegner schleudern, dass sie sterben. Das wollen wir aber nicht. Wir haben noch 2 Runen, da könnten wir noch irgendwas verbessern. Soll ich auf eine erhöhte Beweglichkeit sparen? Das ist geil, wenn sich die ganze Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das möchte ich gerne machen. Das möchte ich noch lieber machen als die Nachtsicht. Das machen wir danach. Machen wir zuerst Beweglichkeit und danach die Nachtsicht. Das gefällt mir, wenn wir dabei sind. Knochenartefakt, ich habe einige neue gesammelt. Noch gar nicht geschaut, was es überhaupt ist. Rache, wenn wir Schaden erleiden, steigt mein Adrenalin ein wenig an. Nee. Verstärkte Bolzen, nee. Rattenjäger, wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Starke Arme. Du kannst andere Personen schneller... Ja, super. Das nehmen wir gerne. Das ist sehr gut. Willkommener Gast länger beherrschen ist auch nicht schlecht. Und, das ist auch gut. Oder wollen wir das nehmen? Eigentlich egal, ne? Irgendwo haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas Sinnloses drin. Das ist eigentlich ganz okay. Kannst Gegenstände etwas weiter werfen. Wann werfen wir denn mal Gegenstände? Das könnten wir eigentlich könnten wir das mal häufiger machen, um vielleicht Wachen abzulenken. Und ihr seht, durch die Knochenartefakt-Erweiterung, die wir eben beim Piero gekauft haben, können wir jetzt statt 3 tatsächlich 6 Teile an uns tragen. Das ist ganz cool. Und warum ist das denn immer noch hier? Nee, ist es nicht mehr. Okay. Ja, also wie gesagt, oder sollen wir? Nein. Wir machen das so, wie ich eben gesagt habe. Gleich Wirklichkeit Stufe 2, dann Nachtsicht Stufe 2. Und dann schauen wir mal weiter. Zeit verlangsamen, vielleicht danach. Aber das kostet uns 8 Runen. Das ist echt viel. Ah, und wir haben schon einen verpasst. Ach so, um da ranzukommen, können wir das nämlich direkt mal einsetzen mit dem Windstoß. Das Problem ist nur, ich hoffe, das macht nicht allzu viel Krach. Natürlich macht es Krach. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin. Aber wie hätte man sonst hier hinkommen sollen? Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Was ist denn hier los? Sind halt auch noch ein paar Wachen. Da würde ich natürlich auch noch gerne hin. Zugscheinwerfer sind dort. Wie kommen wir denn da am besten hin? Und wie hätten wir hier hingesucht? Ach so, guck mal einer an hier. Hier ist eine Kette. Und wie kommen wir an diese... Ah, so kämen wir an die Kette. Und... Nein, das war verschwendete Mana. Ich wollte das hier nehmen. Super. Und wir waren hier. Wir hätten das so locker nehmen können. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt nehmen wir die Kette wieder, damit wir da oben wieder rauskommen und weiter in die andere Richtung gehen können. Beziehungsweise, wir können auch versuchen, von hier... Naja, das können wir nicht. Wir müssen gucken, dass wir von der Seite kommen hier und dann regeln wir die Dinge dort. Sonst irgendwas hier? Sieht nicht so aus, das Gemälde können wir nicht mitnehmen. Hier ist noch eine Aufnahme von der Caldwin Bridge. Wir kommen dann vermutlich von dieser Seite nämlich an und laufen dann hier hoch. Oder kommen wir von der und laufen hier hoch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir leise sein, denn... Ach so, wir müssen da durch. Du hast nichts gesehen. Etwas Unheimliches gesehen? Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Komm ich jetzt? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regierungs.
So, geht doch. Okay, was macht das Knochenartefakt? Ist hier noch eins in der Nähe vielleicht? Nee, das ist da hinter der Tür. Alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. So, hier hat uns keiner gesehen. Da ist noch eine Wache drin, aber die schaut in die falsche Richtung. Dann können wir uns, glaube ich, ziemlich gemütlich hier auf den Weg machen. Ich hoffe, wir haben soweit alles, aber müsste eigentlich passen. So, nächster Abschnitt der Caldwin-Brücke. Verdammt sein, die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett, selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weihnachten... Die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Sokolov geht's gut, na, der hat doch auch eine Menge Unterstützung, oder nicht? Okay, dich nehmen wir mal mit. Dich wollte ich eigentlich... Pratchett... Okay. Dann... Oh, ich höre doch schon wieder ein Knochenartefakt hier. Dann legen wir dich mal in Pratchett's Haus auf die Pritsche. Haha, witzig. Boah, naja, die Witze sind mir schon ein bisschen ausgegangen in der letzten Zeit, ne? War auch gar nicht mehr... Ach, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, der Anfang war etwas unterhaltsamer von dem Let's Play. Ansonsten war ich hier so... angespannt. Und mich nervt dieses Geräusch. Was ist das? Es ist eine Rune in 11 Metern Entfernung. In 21 Meter Entfernung ist die nächste. Und wo zum Teufel ist denn jetzt das Knochenartefakt? Ich bin aus extra hier hingegangen. Hä? Das war doch dann da irgendwo, oder nicht? Muss ich ja nochmal zurück? Ich check's nicht. Ah, habe ich wohl verpeilt, eben mit dem Knochenartefakt. Keine Ahnung, werde ich vielleicht offscreen nachholen, mal schauen. Aber ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Das will ich euch nicht antun. Und was war das gerade für ein Geräusch? Das hat sich angehört wie eine Fensterscheibe, die kaputt gegangen ist. Warum gehen hier Fensterscheiben kaputt? So. Und es wird immer lauter, das Geräusch. Ah, können wir eigentlich sehr gut gebrauchen hier. Das Elixier. So, ah. Hier auf dem Balkon. Guck mal da. Da könnte man auch noch rein hier, seht ihr? Erzähl mir doch nichts. Hier war doch ein Knochenartefakt. Das war doch hier hinter. Oh Mann. Naja, wie dem auch sei, dann war es offenbar nicht hier hinter. Dekorplatte, ah. Cool. So richtig was wert. Komm, hier hinter ein Bücherregal. Hier ist doch bestimmt irgendwas hinter, oder? Naja, es ist nicht. Ach, wäre zu schön gewesen. Die Scheinwerfer, ja, ja. Der junge Prinz von Tyvia. Auszug aus einem Bühnenstück. Ich glaube, das kennen wir sogar. Ich glaube, es lag in der Golden Cat auch rum. So, wie war das? Ist da jetzt eins? Da ist keins drin. Lohnt es sich, da reinzugehen? Ein Weiner sehe ich nicht. Egal, ich kümmere mich erstmal hier um die Rune. Hier in dem Haus muss ja eine Rune sein. Man hört es ja ziemlich deutlich. Hier könnte sie drin sein. Hier ist sie drin. Wir brauchen eine Tresorkombination. Wie kriegen wir die denn jetzt raus?
Hallo, ich hätte gerne eine Tresorkombination. Bitte eine Tresorkombination. Die Insel Morley. Eine Notiz. Pratchetts Gedächtnisstütze. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigten Straßen. Gehe weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich offenbaren. Ah, in Gemälden. Straßen, Anker, also Straßen, Walfänger, Schlachthaus. Merken wir uns. Brauchen nur die Gemälde, die passenden Gemälde dazu. Straßen, Walfänger, Schlachthaus. Was ist das hier? Tyvia. Guckt mal einer an. Hier sind Gemälde. Und hier ist da vermutlich der Walfänger. Hier, es ist der Walfänger, hier ist ein Wal drauf. Ist die 7. Okay, dann muss es ja noch mehr Gemälde geben. Sehr schön. Eine Sackgasse. Aber wenn wir hier oben schon mal sind, dann können wir auch mal zum einen... Ups. Zum einen die Aussicht genießen, als auch mal schauen, was uns noch so erwartet. Da hinten diese eigentlich ziemlich bekannte Uhr in einer übelst schlechten Textur. Die ist irgendwie immer im Hintergrund auf den Dishonored. Auf Bildern vorhanden, wo man, naja, irgendwas über Dishonored sieht. Ich glaube sogar auf dem offiziellen Titelbild hier von Dishonored ist das, glaube ich, auch drauf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist noch ein Gemälde. Aber die Textur will gerade nicht. Jetzt will sie. Hier ist eine 3 drauf. Ah, guck mal hier. Whale Slaughterhouse. Das ist das Schlachthaus. Schlachthaus ist eine 3. So, dann haben wir noch mehr. Vielleicht auch im Hausflur? Auch ein Gemälde, aber das ist, glaube ich, so ein Standardgemälde. Geschäftigte Straßen. Hier sowas. Ach, eine 4. Straßen 4, Schlachthaus 3, Walfänger 7. Jetzt habe ich die Reihenfolge vergessen. Also, noch bemerken wir uns. Es gehen... Auf der geschäftigen Straße ist eine 4. Schlachthaus war eine 3. Walfänger eine 7. Schlachthaus eine 3, Walfänger eine 7. 4, 3, 7. So, wie war jetzt die Reihenfolge? Ups. Dann haben wir die ja im Inventar, in den Notizen nehme ich an. Bin auf den geschaltet. Okay, das war die 4. Anker ist. War die 7. 4, 7, 3 müsste das dann demnach sein. 4, 7, 1, 2, 3. Jawohl. Bingo. Okay. Ordentlich Münzen abgestaubt. Fuck. Schnell weg hier. Bin ich da runtergeflogen. Mist. Weil hier will ich auf jeden Fall auch noch rein. Mal schauen, was sich in dieser Wohnung hier so verbirgt. Oder ob man sich einfach nur verstecken kann oder so. Ein Brot kann man nehmen. Ansonsten ist hier gar nichts. Gar nichts. Mal da. Das sieht auch interessant aus. Moment. Ich überleben. Du wirst mich nicht überleben. Boah, habt ihr gesehen, wie schnell das gerade ging? Wie schnell ich ihn gerade erwürgt habe? Wie geil war das denn bitte? Das Knochenartefakt bringt ja richtig was. So, der ist schon tot. Erster Tagebucheintrag.
Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg. Sie hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. Dritter Tag. Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf dem Weg der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt. Keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden. Glänzend. Glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der einem Glück bringen soll. Gut, das wird wohl diese Rune hier sein. Okay. Hi, Outsider. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Ich werde es ihm ausrichten. Wenn ich ihn dann treffen sollte. Der Outsider ist vom Sokolov gelangweilt, aber Sokolov findet Outsider cool. Zweiter Tagebucheintrag. Sechster Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt einen Huten zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eins der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann er ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. Zehnter Tag, Monat des Regens. Ich habe meine Walknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt, aber ich konnte sie dort nicht aus jedem Winkel des Raumes sehen, also habe ich keinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus, im Kerzenlicht. 15. Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen macht es Geräusche, wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Okay. Ah, von hier oben haben wir diesen Typen gesehen, der hier langgegangen ist. Aber ganz ehrlich, das ist ein wahnsinniger Überlebender. Okay, es ist ein wahnsinniger, aber auch keine... Der hätte mich wahrscheinlich angegriffen. Aber auch keine, kein Weiner. Wie sieht das artefakttechnisch aus? So, da hinten zu den Zugscheinwerfern. Gut, machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Aber bevor wir uns hier weiter auf den Weg machen, mache ich an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann auf die... Moment, von hier oben haben wir sicherlich schon mal einen sehr geilen Ausblick auf diese Brücke. Oder vielleicht haben wir noch... Na, passt schon. Genau, da machen wir uns auf den Weg zu dieser Brücke. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Ciao, Leute.